Wir haben angefangen, unsere Werke wieder hochzufahren. Wir freuen uns, dass der Anlauf so gut läuft. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Stück weit Normalität in dieser Krise zurückgeben können. Erste Priorität in so einer Situation ist natürlich der Gesundheitsschutz und der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben mit dem Betriebsrat verschiedene Maßnahmen vereinbart. Wir haben im kritischen Umfeld Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt. Und da, wo es wirklich kritisch wird, wo Abstände nicht eingehalten werden können, natürlich zusätzliche Schutzmaßnahmen vereinbart. Zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz. Und übrigens produzieren wir den auch in unserer Designium-Manufaktur hier in Sindelfingen. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken. Die hier arbeiten, die im Homeoffice arbeiten und natürlich auch die zu Hause geblieben sind. Vielen Dank.